Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz AG 3.5 besprechen, bei der es rund ums Arbeiten mit Normalvektoren geht. Dies ist das abschließende Video meiner Reihe und ich hoffe, es wird euch wieder gefallen. Ich habe mir zwei Beispiele von der Seite des Ministeriums unter aufgabenpool.at/ahs herausgesucht, mit denen ich euch diese Grundkompetenz etwas näher bringen möchte. Hierfür habe ich mir als erstes die Aufgabe 1-417 ausgesucht. Gegeben sind dort zwei Vektoren a, 2, 3 und b1-4 und man soll diese fehlende x-Koordinate b1 nun so bestimmen, dass diese beiden Vektoren a und b normal aufeinander stehen. Man soll also schlussendlich den Zahlenwert dieses Wertes b1 konkret bestimmen. Am besten geht man hier folgendermaßen vor. Im Formelheft steht das sogenannte Orthogonalitätskriterium angegeben. Dies bedeutet, wenn zwei Vektoren a mal b multipliziert 0 ergeben, dass sie dann normal aufeinander stehen, also 90 Grad als Winkel einschließen. In unserem Beispiel angewandt bedeutet es nun Folgendes. Wir haben den Vektor a und den Vektor b und wenn man die beiden miteinander multipliziert, soll eben 0 herauskommen. Um die Multiplikation richtig durchführen zu können, habe ich noch hier die Formel, die ebenfalls im Formelheft steht, für das Skalarprodukt des Vektors im R2 angegeben. Was bedeutet das jetzt für uns konkret angewandt? Ich multipliziere die beiden Vektoren, 2, 3 mal b1-4, wie angegeben bei der Formel, und setze das Ganze 0. Wenn man das nun etwas konkreter ausrechnet und die minus 12 auf die andere Seite bringt, ergibt das den Wert b1 ist 6. Somit, wenn man das kurz im Kopf überschlägt, 2 mal 6 gibt 12, 3 mal minus 4 gibt minus 12, das gibt in Summe 0, also stimmt es. Der Vektor 6 minus 4 steht normal zum Vektor a2, 3. Zum zweiten Beispiel. Ich habe hier die Nummer 1666 gewählt. Auch hier geht es wieder um zwei Vektoren, den Vektor a 13,5 und den Vektor b 10,mn, wobei m und n reelle Zahlen ungleich 0 sind. Und auch diese zwei Vektoren sollen im rechten Winkel aufeinander stehen und nun soll ich für diesen Fall n in Abhängigkeit von m angeben. Sprich, es soll schlussendlich dastehen, n ist gleich. Auch hier gehe ich folgendermaßen vor. Ich nehme das Orthogonalitätskriterium wie zuvor, also wieder a mal b ist 0. Was in unserem speziellen Fall Folgendes bedeutet, 3,5 mal 10mn multipliziert soll 0 ergeben. Auch hier zur Sicherheit nochmal die Formel aus dem Formelheft, wie man das Skalarprodukt berechnet. Angewandt bei uns bedeutet das eben 13,5 mal 10mn soll 0 ergeben. Ausmultipliziert erhält man diesen Ausdruck. Und wenn man das Ganze noch etwas vereinfacht, erhält man schlussendlich diese Gleichung, die man nach n umformen soll. Also die 130m auf die andere Seite, das Ganze durch 5 dividieren und schlussendlich erhält man n ist minus 26m. Das wäre das gewünschte Ergebnis. Damit man sich das Ganze noch etwas konkreter vorstellen kann, habe ich das Ganze noch etwas mit Zahlenwerten untermauert. Sprich, ich habe für m 1 eingesetzt, erhalte somit für n ist gleich minus 26. Das ist deshalb zulässig, weil in der Angabe m und n ja reelle Zahlen ungleich 0 sind. Im Speziellen bei uns würde das 10 mal m und n ja Folgendes bedeuten, dass b 10 minus 26 wäre. Das heißt, der Vektor 10 minus 26 würde normal auf 13,5 stehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas helfen, bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Glück für eure anstehende Reifeprüfung.